Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seelenpferdetalks. Heute habe ich wieder einen ganz speziellen Gast, aber zuerst darf ich mich selbst mal vorstellen. Mein Name ist Bettina Ferbus. Ich bin Reitlehrerin, Qigong-Lehrerin und Energetikerin. Und da im Seelenpferdetalk habe ich immer Leute, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, sowohl im energetischen Bereich als auch mit den Pferden. Und die Hilde, die heute zu Gast ist, die hat mit mir gemeinsam die Ausbildung zur Arbeit mit den Archetypen bei Margareta Brunner gemacht. Und sie hat auch selbst ein Pferd, einen Isländer. Ja, Hilde, magst du dich selbst auch noch ein bisschen vorstellen? Ja, Bettina, vielen Dank für die Einladung zu deinem Seelenpferdetalk. Freut mich sehr. Ich bin die Hilde Grasser-Hirschbiel, genau. Arbeite mittlerweile mit der Seelenzeit mit Hilde, mit vielen Menschen, beim Meditieren, bei Seelenbegleitung, bei Aufarbeiten von eher tiefliegenden Themen, mit Trauerarbeit, auch im mentalen Bereich, im Coaching, mentalen Coaching und Sportcoaching-Bereich. Biete auch Energiebehandlungen an und bin total happy über die Ausbildung, die Bettina gerade angesprochen hat, die Archetypenarbeit, die ist total tiefgründig, ganzheitlich, umfasst von seelischen Komponenten bis körperlichen Komponenten eigentlich alles, kann man alles damit abdecken. Und die Bettina, genau, die kenne ich jetzt eigentlich schon länger, nicht nur seit der Ausbildung mit den Archetypen, gell, Bettina, wir haben uns schon mal vor ganz langer Zeit mal bei einer Qigong-Ausbildung getroffen und die letzten, ja, gut 2 Jahre haben wir dann intensiver bei der Ausbildung verbracht. Und in der Zwischenzeit tatsächlich bin ich auch bei einem Pferd gelandet, einem Isländer, und da sind diese archetypischen Einblicke, die man über den Menschen oder über die Arbeit bekommt, beim Pferd auch nicht uninteressant. Und darüber, Bettina, werden wir uns heute ein bisschen unterhalten, oder? Ja, ich glaube, da müssen wir als erstes mal ein bisschen erklären, was denn die Archetypen überhaupt sind. Das sind die Persönlichkeitsanteile, sowohl jetzt beim Menschen als auch beim Pferd, weil jedes Pferd hat ja auch seine eigene Persönlichkeit. Und da kann man die Archetypen genauso gut erkennen. Wie du ja schon in meiner Gruppe Harmonie mit deinem Pferd jede Woche einen Archetypen vorstellen, also für die, die wir jetzt da interessieren können. Ich freue mich auch, wenn ihr in meine Gruppe kommt. Da lernt ihr dann auch mehr über die Archetypen, aber auch über alles, was zu einem feineren Umgang mit den Pferden verhilft. Momentan gerade Fokus auch auf Reiten mit inneren Bildern. Da ist auch vielen nicht bewusst, dass das eigentlich bereits Energiearbeit ist. Denn auch wenn wir mit den Archetypen arbeiten oder grundsätzlich bei der Energiearbeit, ist sehr viel Visualisierung, innere Vorstellung. Das ist ja bei dir auch so, Hilde, weil wenn du mit deinen Klienten arbeitest, die dürfen sich da wahrscheinlich auch einiges vorstellen. Ja, grundsätzlich gilt es halt über die Archetypen, 12 Archetypen, Seelenanteile, Bewusstseinsanteile, die jeder Mensch, wahrscheinlich auch jedes Tier, vielleicht sogar jede Pflanze in sich trägt. Das sind einfach die Urbilder, die unsere Persönlichkeit, unser Bewusstsein ausmachen. Gilt es zuerst einmal herauszufinden, welcher Archetyp denn jetzt gestärkt gehört oder welcher Archetyp jetzt einfach schwach ist. Weshalb eigentlich der Klient hier ist, eben eventuell ein körperliches Problem oder irgendein Schock, der nicht verarbeitet wurde oder ein psychisches Problem. Das findet man halt heraus, was die Ursache ist, und dann versucht man auch eben mit Visualisierungen oder mit anderen systemischen Aufstellungen diese Archetypen oder ja, diese Seelenanteile wieder zu stärken, an Bord zu holen. Dass man sich selbst einfach auch bewusst wird, wo liegt eigentlich das Problem überhaupt? Weil wenn ich es nicht weiß, kann ich es natürlich auch nicht beheben. Und zu dieser Arbeit gehört unter anderem auch genau, dass man das visualisiert, dass man Bilder mitgibt, dass man ja, die Energie auch irgendwo lenken kann im Körper, dass man sein System einfach auch ein bisschen wieder öffnet. Meistens Schocks oder Problematiken, auch Schmerzen im Körper, haben ja immer diesen Schwingungsstopp, der irgendwann einmal passiert ist zur Ursache. Und den heißt es halt wieder
aufzulösen und da arbeite ich auch viel mit Bildern. Genau, aber dass man es jetzt beim Reiten auch verwenden kann, das wusste ich jetzt noch nicht. Ja, das ist eigentlich schon relativ bekannt, weil man durch die inneren Bilder ja auch den eigenen Körper verändert und man kommt an die kleine Muskulatur dran, die man bewusst gar nicht so leicht steuern kann. Wenn man sich jetzt zum Beispiel aufrichtet, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du jetzt am Pferd, man weiß, okay, ich soll gerade sitzen, aber viele sitzen dann total verkrampft oben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zum Beispiel einen Marionettenfaden oder ich stelle mir vor, ich bin so ein Schwimmtier und blase da jetzt Luft rein in dieses Schwimmtier, um groß und aufgerichtet zu sein. Da kann man sich so richtig diesen Schwan vorstellen, den mit diesen Reifen, mit den Schwimmreifen, wo man sich dann reinsetzen kann. Und der Schwan, wenn zu wenig Luft im Reifen ist, dann hängt ja dieser Schwanenhals dann runter. Und wenn man da jetzt Luft reinbläst, dann richtet sich der auf. Und allein durch die Vorstellung sitzt man dann schon gerader. Also viele solche Bilder gibt es für die Reiterei. Und das ist so mein Weg, um die Reiter dann auch so ein bisschen in die Energiearbeit zu führen, weil damit sind sie dann schon ein bisschen vertraut. Weil viele Reiter, für die ist die Energiearbeit noch so ein bisschen ein suspektes Feld, so Hokus Pokus, so, was ist das? Aber wie gesagt, die Arbeit mit den inneren Bildern, das kennen viele schon und da können sie dann eher einsteigen und damit aber auch wirklich fürs eigene Reiten profitieren, weil durch diese inneren Bilder können sie auch dann die Anweisungen ihres Trainers auch viel besser umsetzen, weil sehr häufig bekommen die Leute wohl gesagt, was sie machen sollen, aber sie haben keine Ahnung, wie sie es tun sollen. Und Ja. diese inneren Bilder helfen ganz gewaltig mit dem Wie. Ja, genau, dass man da, dass man einfach einen Ausdruck und eine Verbindung zum Körper einfach auch herstellen kann. Genau, das sind ja Visualisierungen immer sehr, sehr angebracht und sehr einfach dann auch umzusetzen. Also wenn man immer nur denkt, Fuß links jetzt ran, Fuß rechts ran, Zügel links raus, Zügel rechts. Aufrecht, dann sitzt man wieder zweit hinten, beim nächsten Mal wieder zweit vorn. Genau, und wenn man das einfach so mit dieser ja, inneren Haltung und dieser inneren Energie oder Feinstofflichkeit verbindet, dann das ist ja auch das, was aufs Pferd übertragen wird im Grunde, gell? Wenn man zu verkrampft ist, dann kriegt der unten das Pferd sowieso gleich die Meldung, der ist sich unsicher da oben, was macht der da? Die Pferde sind sowieso extrem feinfühlig. Die wissen ganz genau, wie das System des Menschen beschaffen ist, aber sie haben jetzt keine Ahnung, wieso. Sie nehmen einfach nur wahr und reagieren auf das, was sie wahrnehmen. Sie reagieren auf unsere inneren Bilder auch. Also ich darf mir auch dann immer gut überlegen, was denke ich über mein Pferd. Da haben wir auch in einem anderen Seelenpferde-Talk drüber geredet. Das war mit der Heike Bester-Dassler. Weil sie auch da die Erfahrung gemacht hat, sie hat ihr Meerenspony so eingeschätzt, naja, der kann sowieso nie richtig piaffieren, der hat da nicht das Talent dafür. Und dann war sie beim Richard Hinrich, seinem sehr bekannten Trainer für Barockpferde, und der hat dann plötzlich das Pferd wunderbar piaffiert. Und nachdem sie es aber bei ihm gesehen hat, hat sie ihre Einstellung zum Pferd verändert und siehe da, auf einmal ging es dann auch bei ihr. Also da sieht man, wie stark so die innere Einstellung des Menschen sich da auch auf das Pferd dann auch auswirkt. Die kriegen das durchaus mit. Da verstehen wir als Menschen, glaube ich, noch viel zu wenig, wie viel sich davon auf die Pferde überträgt. Ja, du kreierst natürlich eine Meinung, ein Feld, in dem sich dann das Pferd immer bewegt und somit nimmt das Pferd dann diese Rolle an. Das ist ja ähnlich, wenn man jetzt Eltern-Kind, wenn ich meinem Kind immer irgendwas nicht zutraue und mir schon denke, das schafft er nicht, dann ist das ähnlich, dann schafft es das Kind auch nicht. Und bei jemand anders, bei einer völlig fremden Person oder beim Trainer oder beim Lehrer, oder irgendeinem Onkel funktioniert das bestens, weil der das Kind eben in anderen Augen sieht. Und das ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns da immer vor Augen führen darf, dass unsere Gedanken sehr, sehr machtvoll sind. Oh ja, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt wohl immer bekannter wird, aber
glaube ich, immer noch unterschätzt wird, dass wir wirklich mit unseren Gedanken unsere Realität erschaffen und auch jetzt unser persönliches Erleben, weil es ist ja auch so, dass wir alles, was wir wahrnehmen, ja auch gefiltert wahrnehmen. Das ist ja nicht so eins zu eins, dass wir in unserem Alltagsbewusstsein da alles mitbekommen, was unsere Sinnesorgane aufnehmen, sondern da ist unser Hirn sehr fleißig und es arbeitet aber auch ähnlich wie das Internet. Es filtert für uns und hat auch eine eigene Suchfunktion und sucht dann in unseren unbewussten Anteilen das, was wir wünschen, worauf wir unseren Fokus richten. Das heißt, ist auch im negativen Fall dann die Wünsche, nämlich unsere Ängste ziehen ja dann genauso das an. Und ich sehe da immer so den Vergleich mit dem Internet. Das, was wir anklicken, das wird uns immer wieder angezeigt. Und Algorithmus. ja, genau. Und wir haben aber auch einen eigenen inneren Algorithmus. Also nicht nur das Internet mit seinen Möglichkeiten. Ich finde, dass unser eigenes System da durchaus ähnlich aufgebaut ist, weil ja da sehr viel unbewusst abläuft. Und durch diese Visualisierungen, durch die inneren Bilder, kann man aber mit diesem System auch sehr gut arbeiten. Und für mich war das damals auch so ein Knackpunkt am Anfang der Ausbildung, weil so am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Hilde, aber gerade so die ersten 2 Monate, ich war zwar total angefixt und ich habe gewusst, ich will das und ich will das lernen. Aber die Worte von der Margarete haben bei mir regelmäßig Fragezeichen ausgelöst. So, was mache ich jetzt damit? Was kann ich damit anfangen? Was tue ich da jetzt eigentlich? Und für mich war dann so der Knackpunkt, wie sie dann zu uns gesagt hat, ihr müsst nicht verzweifelt versuchen, 2 oder 3% von den 95%, die unbewusst sind, in euer Bewusstsein zu holen, arbeitet direkt mit dem Unbewussten. Ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nicht alles verstehen. Es funktioniert trotzdem. Und das war für mich echt so ein Knackpunkt, dass ich dann echt das loslassen konnte. Und dann einfach über diese Bilder, über die Arbeit mit den Archetypen einfach direkt mit dem Unbewussten gearbeitet habe und das war dann echt für mich ein totaler Flash, wie viel sich da gedreht und getan hat. Und dann sieht man einfach an dem, was sich im Umfeld tut, nämlich dann auch bei den Pferden. Deshalb hat sich bei mir auch dann so der Wunsch entwickelt, ich möchte das unbedingt zu den Reitern auch bringen, weil ich einfach gemerkt habe, wie stark die Pferde da drauf reagieren. Habe ich mal gedacht, ich habe absolut keine Ahnung, was ich da mache, aber es funktioniert. Genau, ich glaube, das ist ja gerade das Schöne bei dieser Archetypenarbeit oder allgemein bei der Seelenarbeit, dass man sehr schnell einen Zugang eben zum Unterbewusstsein bekommt oder auf die Seelenebene einen Zugang oder einen Einfluss nehmen kann und man da bestimmte Aspekte oder Handlungsweisen oder Muster, die man entweder schon mitbekommen hat, wo man da auf die Erde gekommen ist oder die man sich halt angeeignet hat, entweder aus Schutzmauer oder durch Ereignisse oder durch die Erziehung oder in dem Umfeld, wo man halt einfach aufgewachsen ist. Und die kann man eben auf dieser Ebene so schnell und oft einfach lösen und mit einem riesen Einfluss dann im Alltagsgeschehen einfach an. Das dauert manchmal ein bisschen, bis sich das System dann so einschwingt und man da so in seine Stärke dann wieder kommt. Aber man sieht es dann halt an der Reaktion von den Personen oder es passieren dann, kommen dann plötzlich genau die richtigen Menschen auf einen zu, wo man braucht, die einem gut tun oder auch von der Arbeitsstelle, von ja, also die Probleme, die man löst sich halt dann immer mal so aus so problematischen Schleifen und man kommt halt wieder in den Flow. Das ist immer, das finde ich immer so schön, das Wort, wenn es läuft, dann läuft es, man ist im Flow. Und da, wenn es halt einmal hängt, dann kann man gerade auf dieser Ebene oder mit den Archetypen da wirklich super viel bewältigen. Und wenn man zu viel denkt oder das zu sehr mit dem Ego, unterscheidet man jetzt bei unserer Arbeit ja auch extrem. Ego ist immer der Kopf, der Verstand. Und die Gefühlsebene, die Intuition, das aus dem Bauch raus etwas zu machen, in sich hineinspüren. Was ist eigentlich mein Weg? Wo zieht es mich hin? Wo sind Aufgaben, die mich erfüllen, wo es mir gut geht dabei?
Das sollte man ja eigentlich schon im Leben versuchen, dass man Aufgaben, Berufe, Freizeitaktivitäten hat, die wo einem gut tun, oder einen Freundeskreis, der wo einem gut tut, wo man nicht immer wieder danach nach Hause geht und sagt, oh, jetzt bin ich aber ausgelaugt. Und wenn man einfach dort bestimmte Aspekte wieder umdreht oder Muster auflöst, dann funktioniert das ganz von selbst. Und ich kann mir das super vorstellen, dass das bei den Tieren total gut funktioniert, weil die halt noch weniger eigentlich denken, gell, und sehr, die müssen ja mehr fühlen und untereinander kommunizieren. Ja, jetzt gerade Pferde jetzt zum Beispiel ja auch ganz anders wie bei Menschen, die sprechen nicht, die wiehern nicht oft, oder? Also ich höre jetzt meistens nicht so oft wiehern. Die kommunizieren ja schon nonverbal und müssen sich auf ihre ja, Intuition viel mehr verlassen als wir Menschen. Ja, es ist so, dass Pferde sehr stark empathisch veranlagt sind. Also sie haben durchaus einiges an Kontaktlauten, aber natürlich als Beutetier halten sie sich eher ruhig, weil sie wollen dann nicht herumtröten, damit die Räuber das nicht so leicht orten können, wo sie sich gerade aufhalten. Deshalb, du hast recht, die machen sehr viel nonverbal. Einerseits durch eben Körpersprache, durch sehr feine körpersprachliche Signale, die wir Menschen dann auch lernen dürfen. Also da wird jetzt immer mehr entschlüsselt, finde ich ein sehr spannendes Feld, auf dem ich mich auch versuche, immer mehr weiterzubilden und da auch dadurch dann mein Pferd besser zu verstehen. Und sie nehmen auch das Energiefeld des anderen Lebewesens wahr, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Pferd ist, oder auch, sie wissen auch beim Räuber, wenn der in die Nähe der Herde kommt, welche Absichten der hat. Also, das ist jetzt nicht nur bei den Pferden so. Ich meine, ich schaue ja gerne Naturdokumentationen, habe das schon als Kind gern gemacht, und oft genug war dann in der Naturdoku der Löwe, der mehr oder weniger fast durch die Zebraherde durchmarschiert, und die nehmen nicht einmal die Köpfe hoch. Und die wissen ganz genau, wann er satt ist, wann er kein Interesse hat und wann es gefährlich wird. Und die sind aber auch auf Energiesparen ausgelegt. Also kein unnötiges Herumgerenne, das sofort losgelegt wird, sobald der Löwe auftaucht. Nein, wenn wir jetzt sicher sind, na, der hat da jetzt kein Interesse, dann hält man sich auch zurück. Denn unnötig Energie verbrauchen kann genauso tödlich sein wie der Angriff von einem Raubtier. Also da sind die durchaus entsprechend ausgelegt, dass sie auch das Energiefeld von einem anderen Lebewesen auch tatsächlich wahrnehmen. Das können wir als Menschen dann auch ausnützen in unserer Arbeit, wenn wir eben selber an uns oder am Pferd energetisch arbeiten, dass das Pferd darauf auch dann wirklich super reagiert. Kann natürlich auch, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und mir nicht weiß, was ich ausstrahle, dann auch ja, in die Hose gehen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ja, hast du in der Hinsicht da auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Ich meine, ich bin ja Reitlehrerin, ich sehe ja viele verschiedene Leute mit verschiedenen Pferden und sehe das halt immer wieder. Mit ein Grund, warum ich versuche, da die Reiter zum energetischen Arbeiten zu bringen, weil ich eben diese Unterschiede ganz, ganz stark bemerke. Also ich habe ja jetzt noch nicht so lange ein Pferd, kann jetzt da nur von mir selber sprechen. Und ich bin mir natürlich dieser ja, Energiearbeit oder Feinstofflichkeit, die jetzt unser Körper ausstrahlt, oder wo wir Menschen und Tiere und alle Dinge, die einfach irgendwo verbunden sind, das ist ja auch diese Quantenphysik oder Atomlehre, die kleinsten Atome schwingen, die einen haben einen festen Zustand, wie jetzt ein Tisch oder ein Metallgegenstand, oder halt dann die Luft zwischen uns und wir dann wieder als Körper, wo wir halt wieder einfach festere Materie sind. Aber es gibt halt auch nur da diese Zwischenebenen, und über die kann man sehr wohl auch kommunizieren, oder die spürt man ja einfach auch. Bei Menschen ist es halt schon so, wenn man von Weitem schon jemanden sieht und denkt, oh, der ist mir unsympathisch, der könnte mir unsympathisch sein, im Grunde reagiert da unser feinstoffliches System schon drauf. Und wenn man das aber nicht besser oder feiner justieren kann, dann denkt man sich, ja, der ist unsympathisch. Dabei ist halt vielleicht auch noch irgendwas anderes, das man halt schon im Unterbewusstsein wahrnimmt.
Und in Bezug aufs Pferd ist es so gewesen, also ich hatte jetzt eigentlich erst vor kurzem, vor 4, 5 Monaten, einen Reitunfall. Da ist mein lieber Isländer mit mir durchgegangen. Da habe ich ihm diese Vertrauensbasis leider nicht so gut schenken können. Es hat dann in einem Unfall für mich dann mit Operationen vom Schlüsselbein geendet. Und jetzt war halt dann die Phase wieder, ich habe jetzt an mir gearbeitet, dass natürlich gut wieder verheilt. Dann diesen Schock, war ich jetzt schon geschockt, dass man da so runterfliegen kann, so saublöd, dass man dann gleich wieder mal ins Krankenhaus muss. Und dass ich halt dort Druck gearbeitet habe und dass ich nicht letztendlich dann wieder aufs Pferd drauf sitzen möchte. Und beim allerersten Mal, wo wir das gemacht haben, bin ich da eben auch mit dem Reitlehrer, oder deren beritten hat, habe ich gesagt, ja, heute würde ich mich mal gerne nochmal draufsetzen und so. Und dann sagte er, ja, das machen wir heute. Und dann haben wir das ganz langsam im Aufsteigen geübt und hat dann alles gut geklappt. Und dann bin ich oben gesessen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt gehe einfach mal ein paar Schritte vorwärts. Und mein Kommando mit dem Vorwärtsgehen, das ist einfach beim Pferd nicht angekommen, weil eigentlich meine innere Ansicht war, super, ich sitze drauf, es ist alles toll, ich sitze drauf, aber ich will keinen Schritt gehen. Habe es aber dann also physisch schon probiert, dass ich ihn treibe und die Zügel locker und jetzt gehe halt nach vor. Und das Pferd hat sich keinen Schritt bewegt, weil halt meine innere Haltung so war, nein, es ist eigentlich okay, es reicht, wenn ich jetzt nur drauf sitze. Und erst will ich dann so ein bisschen entspannt, ja, jetzt komm, jetzt mach's mal mit deiner inneren Einstellung nur 3, 4 Schritte vorwärts, es wird funktionieren, er wird wieder stehen bleiben. Das war eben genau auch die Situation, wo er mal dann durchgegangen ist. Da haben wir auch gedacht, ich gehe jetzt 3 Schritte vor, bring ihn zum Halten, gebe wieder 3 Schritte, weil er eben da vorher so nervös war. Und dann beim dritten Mal weg nach vorne gehen, ist er mal dann halt weg davon gelaufen. Und darum habe ich dann so eine innere Sperre gehabt. Und erst als ich dann wirklich, ich für mich innerlich auch bereit war, also nicht nur mein Kopf gesagt hat, ja, komm, der sagt jetzt, ich kann da 3 Schritte gehen. Erst wo ich dann so auch das Innere, mir das auch vorstellen habe können, okay, ich sitze jetzt auf einem Pferd, das sich jetzt dann gleich bewegt und ich bin da safe damit. Erst dann hat er sich bewegt tatsächlich. Also der hat meine innere Haltung mehr beachtet, als wir das Schenkeltreiben oder die Zügel. Kommandos. Also das ist definitiv so und darum ist es total wertvoll natürlich, wenn man damit so Bilder arbeitet oder auch wirklich da vorher in so Situationen dann auch reingeht, nicht nur vom Kopf her sich das vorstellt, sondern das einfach aktiv mit dem Gefühl innen drin verbindet, wie sich das jetzt wieder anfühlen wird, wenn jetzt diese Situation wieder auf einen zukommt. Ist ja jetzt egal, ob beim Reiten oder bei anderen Schockerlebnissen, die man gehabt hat oder Dinge, die wo man auflösen möchte, dass man es immer wirklich ganz tief mit dem Gefühl und mit dem Unterbewusstsein verbindet, weil sonst kann der Kopf da viel sagen. Es wird einfach nicht funktionieren. Absolut. Und ich habe jetzt für mich so als Hilfsmittel auch für diejenigen Menschen, die jetzt noch nicht so viel Übung haben mit den Visualisierungen, als tolles Tool die ätherischen Öle entdeckt, wobei es da ja sehr stark auf die Qualität drauf ankommt. Deshalb verwende ich nur die Öle von Young Living, weil da weiß ich, dass das geprüfte Qualität ist. Weil bei den Visualisierungen ist halt schon auch so, gerade wenn man jetzt so mit Schockerlebnissen arbeitet, dass man das vorher schon geübt haben sollte, damit es dann auch wirklich funktioniert. Denn wenn man in so einer Stresssituation ist und man muss dann erst einmal was Neues lernen, dann wird es schwierig. Und da habe ich eben so als Überbrückungstool, aber jetzt die Öle wirklich als sehr wertvoll schätzen gelernt. Und die kann man jetzt sowohl beim Pferd als auch beim Reiter als auch gemeinsam einsetzen. Also ich war dann auch ganz erstaunt, wie ich mich dann näher damit beschäftigt habe, wie viel man da auch bei den Pferden machen kann. Also sowohl jetzt im Gesundheitsbereich als auch im emotionalen Bereich. Ich meine, als Energetiker muss man immer wieder betonen, man kann mit dem, was man tut, jetzt im energetischen Bereich keinen Arzt und auch keinen Tierarzt ersetzen. Also nur um das hier auch festzuhalten, wir können unterstützen, wir können für Vorbereitung, also Vorsorge und Nachsorge und eben auch die tierärztliche Behandlung unterstützen und natürlich im emotionalen Bereich mega unterstützen und eben auch durch die Öle,
Und du verwendest ja auch die Öle, Hilde. Hast ja auch die Öle von Young Living. Genau, bei meinem Gesundheitscoaching oder bei meiner Arbeit mit der Seelenzeit ist es ja ähnlich. Also man kann präventiv oder nachsorgetechnisch mit den Leuten arbeiten. Man stellt keine Diagnosen, man hilft unterstützend zu arbeiten. Gerade jetzt im seelisch-emotionalen, mentalen Bereich sind natürlich Düfte irrsinnig hilfreich, weil es das System entweder öffnen, dass man halt nur mal einen Schritt weiterkommt, den Kopf auf der anderen Seite ausschalten, damit eben die Seele mal zur Sprache kommt, damit das Gedankenkarussell gestoppt wird und so, dass man wirklich ins Unterbewusstsein weiter reinkommt. Da sind die Öle wirklich sehr, sehr wertvoll und ich habe einige Ölfirmen durchprobiert, weil da bin ich dann schon wieder Kopfmensch, da verlasse ich mich dann nicht gleich immer nur aufs Gefühl, sondern habe da mir von verschiedenen Ölfirmen, die dasselbe Öl schicken lassen und bin letztendlich bei Young Living hängen geblieben, weil das wirklich sehr, sehr hochwertige, sehr toll hergestellte Öle sind mit wirklich therapeutischem Hintergrund, also mit therapeutischer Wirkung auch dahinter. Und ich im privaten Bereich setze die auf jeden Fall auch so ein, dass ich es auf die Haut nehme, dass ich es auch mal einnehme, wenn man. Gibt ja Öle, die man einnehmen darf, die extra für bestimmt sind. Das sind diese Pluslinie, die kann man auch zum Kochen verwenden. Genau, ja. Genau, und ich habe jetzt wirklich da auch super tolle Erfahrungen in der Erkältungszeit gemacht, im Immunsystem stärken. Also ich war da einfach total begeistert und setze also wirklich bei meinem Gesundheitscoaching sehr, sehr gerne ein und sehr umfangreich ein, weil es wirklich eine hochwertige Qualität ist und eine wirklich gute Möglichkeit eben, ums System auf der einen Seite zu öffnen, aber auch um es dann wieder zu stärken oder wenn man jetzt sagt, man hat jetzt eben einen Schock aufgelöst, man hat jetzt eine gute Verbindung wieder hergebracht, gerade jetzt im Mentalbereich eben zum Reiten, zum Skifahren, zum Sport oder vielleicht im Beruflichen zu einer stressigen Situation, die jetzt mit dem Chef war oder mit den Lehrer war. Und man hat das jetzt gut auflösen können und man hat dann diese angenehme dann mit dem Duft verbindet, dass man sich halt da immer wieder an das erinnern kann. Also dass man quasi einen Anker setzt, einfach über die Düfte und das funktioniert wirklich super gut. Mache ich sehr gerne, habe ich früher, als ich noch Sport gemacht habe, auch sehr gern für die Startvorbereitung verwendet. Und also das ist immer, es ist sehr, sehr hochwertig, einfach was man da damit machen kann und sehr nachhaltig. Weil du es jetzt angesprochen hast, wie ich noch Sport gemacht habe, vielleicht magst du den Zuschauern, die dich aus deiner Sportzeit jetzt nicht mehr kennen, ganz kurz sagen, was du gemacht hast. Genau, ich habe es befürchtet, Bettina, dass ich mich verspreche und das nicht erwähnen Genau, zu meiner Jugendzeit war ich begeisterte Skifahrerin, das dann so geendet hat, dass das zu meinem Beruf werden durfte und ich tatsächlich einmal Olympiasiegerin wurde. Und genau, mein Mädchenname ist quasi Hilde Gerg. Für die, die mich da noch kennen, die wissen dann, dass ich eine große Konkurrentin der österreichischen Damen-Götschel-Gorfmeister und Meisnitzer war. Genau. Ja, und das Wackeln war jetzt meine Assistentin, meine Vierbeinige. Da Ah, hast du auch sie noch mit gesucht? ins Bild. Ja. Ah, toll. Da sind sie immer sehr spannend dabei, die Katzen, gell? Also, Ja. Ja, genau. auch bei den Ja, Katzen und wie kann man da setzt du sehr die viel Energie? machen. Die reagieren sehr gut aufs energetische Arbeiten, also nicht nur die Pferde, sondern auch Katzen, Hunde. Bei den Katzen muss man halt ein bisschen aufpassen mit den ätherischen Ölen, weil die sehr sensibel reagieren. Aber da kann man jetzt zum Beispiel als Besitzer bei sich selbst die Öle anwenden und jetzt nicht direkt an der Katze arbeiten oder sich eben Gruppen suchen. Es gibt jede Menge Gruppen. Ups. Das war jetzt auch die Katze, die hat meine Webcam irgendwie da irgendwie umgestellt. Und Jetzt ist es. ja,
Das ist typisch Katze. Überall dazwischen, überall dran. Ja, aber wie gesagt, also denen kann man auch durchs energetische Arbeiten sehr gut helfen. Also da konnte ich auch bei meiner letztes Jahr, die hatte sich ganz übel an der Pfote verletzt mit dem Nervenschaden. Da haben wir dann auch gemeinsam in der Gruppe auch mit ihr gearbeitet. Also ich wollte ja damals schon fast nicht zu unserem Ausbildungswochenende fahren, die arme verletzte Katze alleine lassen. Und dann habe ich eben die Margareta damals wirklich um eine Gruppenfernheilung gebeten. Und die Tierärzte waren dann total erstaunt, wie schnell und wie vollständig sich die Katze erholt hat, weil die haben ja nämlich gar nicht zugetraut, dass die überhaupt irgendwann wieder normal laufen wird und die Pfote ist vollkommen in Ordnung. Es ist absolut nichts zurückgeblieben und sie hat sich echt schnell erholt und das ist jetzt nicht selbstverständlich bei einer schon etwas älteren Katze. Sie ist doch damals schon 15 gewesen, jetzt ist sie 16. Also ja, also man kann das durchaus empfehlen als Unterstützung, es ist echt Hammer. Vor allem, man kriegt dann auch, wenn man wirklich da den Tierarzt auch mit dabei hat, man kriegt dann auch das Feedback vom Tierarzt oder vom Arzt, wenn man jetzt bei sich selbst arbeitet, dass die dann oft ganz erstaunt sind, mit wie wenig Medikamenten man auskommt und wie schnell man sich dann auch wieder erholt. Also da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung echt empfehlen, sich da ein bisschen reinzutigern. Und ich bin grundsätzlich auch so, dass ich absolut nicht gegen die Schulmedizin bin. Sie ist, wenn es schnell gehen soll, immer noch das absolut ungeschlagene Tool. Aber man kann mit unglaublich vielen Sachen unterstützen, damit sie eigentlich noch viel besser und effizienter und auch patientenschonender wirkt, wenn man dann eben nicht so viel Chemie braucht. Also Ja. da stimme ich dir jetzt komplett zu, dass die Selbstheilungskräfte, wenn man die aktivieren kann, wenn man das gelernt hat oder wenn man sich da einmal in diese Richtung informiert oder eben jetzt so ein Gesundheitscoaching. Ich biete ja auch diese Energieaktivierungsbehandlungen an oder Sitzungen an. Das geht genau dahinter, dass man die Selbstheilungskräfte eben aktiviert, dass man da selbst dann auch in der Lage ist, was aktiv zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Operation hatte oder einfach vielleicht ein Organ habe, das wo nicht mehr so gut funktioniert, dass da mal gewisse Medikamente dazu braucht, ist unumstritten. Für das ist die Schulmedizin da, dass man Diagnosen stellt, dass man gewisse Medikamente verabreicht, wenn einfach irgendeine größere Schädigung schon eingetreten ist. Schön wäre es ja immer, wenn wir es gar nicht so weit kommen lasst, dass man die Problematiken einfach, die man schon im Feld hat, dass man die früh genug löst, um sich dann nicht letztendlich die dann körperlich manifestieren. Aber wenn sie halt dann einmal da sind, dass man da wirklich aktiv durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, wir sind einfach menschliche Lebewesen, die wirklich die Kraft auch dazu haben, dass wir uns selbst unterstützen oder auch uns selbst heilen. Das sind einfach Techniken, die kann man selbst erlernen. Oder man kann sich einfach, man kann auch indem, dass man mal jetzt zum Energetiker geht, diese Energiebahnen mal wieder frei macht, ob es jetzt Meridian-Techniken sind oder ob es Strömungspunkte sind, das kann man einfach mal alles wieder aktivieren, damit die Energie, die Feinstofflichkeit in diesem Gewebeteil oder in dem Abschnitt, da wo es halt einfach Hilfe braucht, da wieder freier fließen kann. So kann sich der Körper seine Zellen einfach wieder selbst organisieren und stärken. Und das habe ich jetzt auch, da die Rückmeldung gekriegt nach meinem Unfall, habe ich auch selbst da gearbeitet, daran so gut, wie es halt gegangen ist. Und habe mir natürlich auch Unterstützung von euch Trainerkolleginnen da geholt, damit ich da schnellstmöglich wieder fit wäre. Und manchmal ist aber auch was da, wo man nochmal draus lernen darf, wo man auch viele alte Dinge vielleicht nochmal aufarbeiten darf. Das habe jetzt ich bei mir so erkannt. Da habe ich mal einige wirklich sehr schmerzhafte und für mich frustrierende Tage gehabt. Und da sind so die ganzen Verletzungen, weil wir jetzt bei dem Thema ja schon waren, dass ich mal Leistungssport gemacht habe und ich habe einige Verletzungen erlitten, sage ich mal. Und die dann doch nicht letztendlich so richtig aufgearbeitet waren. Und dieser ganze Frust und der ganze Trauer, das durfte sich ja halt dann jetzt in der Situation, auch wenn es 20 Jahre später ist, einfach einmal lösen
Und dann ist man einmal wieder viel freier und konnte das dann auch wirklich einmal abschließen und abhaken. Also das habe ich da schon gemerkt, dass dann schon wieder irgendeinen Sinn gehabt hat auch, und dass man dann auch wieder in die tiefe Arbeit, dass das alles wirklich mal Schicht für Schicht rauskommt. Also war ich dann letztendlich auch sehr dankbar dafür. Und Medikamente habe ich sehr, sehr schnell absetzen können. Die Schmerztabletten waren schnell weg, was natürlich für den Körper super ist, wenn man die nicht so lange nehmen muss. Also da bin ich ja echt dankbar, dass ich den Weg bin, ja schon seit 2000 gehe ich den Weg schon. Da habe ich mit Qigong angefangen, eben auch aufgrund einer Verletzung. Und damals war das schon irrsinnig super, wie schnell, dass da diese Verletzung wieder verheilt ist und wie schnell, dass ich wieder auf Skiern war, eben mit Unterstützung Qigong, Energiearbeit und was halt da alles dranhängt. Einfach übersetzt mit dem Unterbewusstsein arbeiten und mit den Selbstheilungskräften und unterstützend. Natürlich die Öle unterstützend, kann man da Pflanzenpräparate, man kann da viele Dinge einsetzen. Gell? Aber am wichtigsten ist halt einfach, dass man wirklich sich selbst, ja, dass man sich wirklich bewusst ist, dass man selbst die Kraft hat, sich selbst zu heilen oder selbst was zu bewirken, in die Eigenverantwortlichkeit zu gehen, um dann einfach gestärkt aus bestimmten Situationen wieder herauszukommen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt also spannend für mich. Also ich bin jetzt total happy, dass ich den Weg jetzt eingeschlagen habe und dass das so, also so gut funktioniert und ich damit auch andere Leute da einen Zugang dazu gewähren darf. Ob es jetzt Tiere sind oder Menschen, ich bin jetzt im Moment bei den Tieren nur bei meinem eigenen unterwegs, um da Erfahrung zu sammeln. Und mit den Menschen macht es mir irrsinnig Spaß und freut mich echt, dass das jetzt alles so gut funktioniert. Ja, fein. Dann denke ich mal, ist das ein sehr gutes Schlusswort. Wenn wir jetzt geschafft haben, neugierig zu machen, da werde ich auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeiten unterm Video verlinken. Also sowohl für mich, also wenn ihr jetzt Reiter seid, wenn ihr dort tiefer reingehen wollt, wenn ihr Unterstützung haben wollt bei eurem Pferd, bin ich sehr, sehr gerne für euch da. Egal, ob es jetzt um euch geht, weil ich kann euch als Reiter genauso unterstützen, wie ich euch direkt beim Pferd unterstützen kann, energetisch, also direkt mit dem Tier arbeiten kann. Das geht auch auf die Ferne. Das ist auch etwas, was vielen noch ein bisschen suspekt ist, aber man muss, um energetisch zu arbeiten, nicht vor Ort sein. Also das geht wunderbarst online. Und wer jetzt rein als Mensch jetzt arbeiten möchte mit der Hilde, dann werde ich auch hier unter dem Video die Kontaktdaten verlinken, dass ihr dann euch bei uns melden könnt, wenn wir uns da, ja, wenn wir euch euer Interesse wecken konnten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr Seelenpferdetalk haben wollt, weil ich werde weiterhin verschiedenste Leute zu verschiedenen Themen interviewen, dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Was mich selber bewegt, also ich rede auch alleine immer wieder im Seelenpferdetalk, einfach was mich in pferdigen Themen bewegt, da geht es dann nicht nur um die Energiearbeit, sondern um alles rund ums Pferd, was mir in den Kopf kommt, was in meinen Gedanken ist, was ich dann gerne mit der Pferde-Community teilen möchte. Das findet da alles in den Videos dann seinen Niederschlag. Wenn euch das interessiert, freut es mich natürlich auch, wenn ihr euch diese Videos anschaut. Empfehlt es mich weiter, wenn es euch gefällt. Könnt ihr die Videos gerne teilen, freue ich mich total drüber. Ich freue mich auch über Kommentare. Und jetzt bedanke ich mich mal bei der Hilde, dass sie heute bei mir zu Gast war und danke für das tolle Interview. Und ja, wenn wir uns dann im nächsten Kurs wieder mal dann auch persönlich treffen, freue ich mich auch schon. Ja, freue mich auch. Sag jetzt auch herzlichen Dank, Bettina. Genau, meine Kontaktdaten findet ihr dann quasi unter dem Video. Ich habe einen YouTube-Kanal mit Seelenzeit mit Hilde, genauso einen Instagram-Kanal mit Seelenzeit mit Hilde.
Infos rund um die Archetypenarbeit, ums Gesundheitscoaching, ums im Flow sein, um Wohlbefinden auf ganzer Ebene zu erreichen, damit wir lange gesund strahlen können und viel Freude mit unseren Pferden und unseren Liebsten haben. Und Bettina, sehr stark, vielen Dank und bis bald. Ja, dann bis bald. Ciao, Tschüss. ciao.